Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer großen Reise auf The Center. Wir befinden uns jetzt noch auf Scorched Earth, müssen ein paar Vorbereitungen treffen und dann geht es auch schon los. Dieses Let's Play ist in einem Livestream entstanden. Es ist ein sogenanntes Live-Let's Play, weshalb ich auch zwischendurch mit dem Chat interagiere. Wenn du live dabei sein möchtest das nächste Mal auf Twitch, komm doch einfach auf meinen Kanal und lass ein Follow da und aktiviere die Glocke. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und nun viel Spaß. Erstmal wollte ich euch ganz kurz zeigen, bevor wir losreisen. Ich habe hier noch eine Mod installiert für unser Gewächshaus, dass die Scheiben durchsichtig sind. Die sieht zwar auch ein bisschen komisch aus, ein bisschen, ja, nicht so klar. Also sie sehen klar aus, aber so ein bisschen verwaschen, würde ich sagen, als ob sie nass sind. Aber die Scheiben vorher haben mir einfach gar nicht gefallen. Und deswegen, wisst ihr, habe ich das gemacht. So, okay, wir machen uns jetzt nackig. Ich habe erst überlegt, ob ich den Argentavis noch mitnehme. Aber nein, wir fangen an wie immer. Wir werden alleine sein. Wir werden nichts dabei haben. Gar nichts. Also kommt alles weg. Alles raus hier. So, Klamotten müssen auch raus. Wir machen uns reisefertig. Bei Ark geht man nackt auf Reise. So. Kettensäge behalten und Benzin. Ich kann nichts behalten. Ich darf einfach nichts behalten. Außer meine Skills. Meine absoluten Fähigkeiten. Und meinen heftig großen Level. Okay, ich hoffe, das funktioniert alles. Ich war noch nicht auf The Center drauf übrigens. Das ist erstmal nur installiert und ich habe nicht geguckt, ob das funktioniert oder so. Weil ich ja mit dem neuen Charakter darauf möchte. Also ich war nicht auf der Map. So, wir müssen uns jetzt hochladen. Hier war das. Überlebenden hochladen. Also ich lasse jetzt den Agent hier. Ich habe wirklich überlegt. Man könnte sich natürlich darauf einigen, den dann später irgendwie runterzuladen. Aber. Wir lassen das. Wir zähmen uns dort was Neues. Oder vielleicht entscheiden wir uns später dafür. Ich weiß es noch nicht. Aber jetzt erstmal muss ich solo klarkommen. Ich mach's jetzt, Leute. Ich habe eine Sicherungskopie mir angelegt. Wie auch bei The Island. Ich habe immer, bevor ich sowas hier mache, mache ich immer nochmal einen extra Ordner und pack da die Sicherungskopie rein, damit nichts schief geht. So. Geht los, Leute. Ja. Ne, wir gehen jetzt hier auf Tropical. Wir gehen hier in die Mitte, weil ich glaube, ich möchte hier irgendwie hin. Aber wir müssen ja erstmal kurz klarkommen, bevor wir jetzt 20 Mal sterben. Ich gehe jetzt mal hier hin. Tropical Island Süd. Ja. Let's go. Jagan kennt die Map nicht. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Oh, was sie aus The Center gemacht haben. Ist so eine gute Map, ne? War sie zumindest. Mal gucken, ob sie immer noch gut ist. So, jetzt irgendwer kommt, den boxe ich tot. Ich habe starke, sehr, sehr starke Arme. Wow. Okay. Ja. Mhm. Guck mal, da hinten die Wasserfälle. Oh, das sieht jetzt schon geil aus. Das ist ein Blutstrahl. Ich hätte jetzt den Agent direkt runterladen können. Alles laut genug? In-Game-Sound reicht auch, oder? So. Oh mein Gott, das Wasser ist blau. Ich muss mal kurz gucken, in welche Richtung wir gucken. Wir gucken in diese Richtung. Das hier ist eine Insel. Ich laufe mal kurz hier ein bisschen rum. Was ist da hinten? Das sind einfach Brontos. Pteranodons. Das ist schon mal gut. Wir haben dann auch relativ zeitnah einen Flattervogel. Da würde ich gerne Urlaub machen. Das ist voll schön hier, ne? Okay, Leute, lass uns mal zuerst im Lootstrahl. Vielleicht ist da irgendwas Brauchbares drin, ne? Das wäre ja toll. Sieht jetzt schon mega aus. Guck mal da oben! Da hinten ist so eine... Wir haben kein Fernglas. Da hinten ist so eine Ruine da oben am Ende. Da erinnere ich mich auch noch dran. Bei der alten Map. Aber da konnte man nicht hin damals. Ich hoffe, man kann jetzt dorthin. Ich hoffe, man kann da hoch. So, schnell hin da. Nein! Nein, ich die Ichthyonis! Das nehme ich mit. Danke.
Diese Drecksviecher eh. Wer hat mich einer beklaut gerade? Alter, ich glaube, es hackt. Oh, den nehmen wir mit, oder? Du hast mich bestohlen. Hier, meine Fundamente. Was soll denn das? So, du kriegst jetzt was zu futtern. Kleiner Scheißer, bitteschön. Ich hoffe, du magst... Hä? Ist der tot? Warum kann ich da nichts reinlegen? Magst du Was soll denn das? Kann man die nicht, Hallo? Pego Mastax ist kaputt. Nee, Fleisch geht auch nicht. Guck. Was essen die denn sonst? Kann man die nicht zähmen? Ich hab ihn nicht... Blödes Kackvieh. Komm her jetzt. Komm her. Ich box dir ins Gesicht. War das eine gute Idee, hier ohne alles herzukommen? Komm her jetzt. Oh, du Stück. Was ist mit dem Pego Mastax? Ist der kaputt? Ich guck gleich nochmal. Hand für den? Aber der liegt doch, der ist bewusstlos. Wie soll ich denn den Hand für den? Komm her jetzt. Einmal noch aufs Gesicht. Das hat gerade geruckelt, das war nicht so gut. Ich will mir einen Speer bauen, aber ich hab noch nichts. Ich hab einfach noch nichts. Oh, ich krieg den nicht weg, ne? So, was mache ich jetzt mit dir? Ich hau ab, tschüss. Pego Mastax kaputt. Oh, der ist ja süß, guck mal. Hallo, mein kleiner Schatz. Den kann ich mit anderen Sachen, aber den brauche ich jetzt nicht. Den könnte ich einfach passiv zähmen. Aber das war doch jetzt... Ich glaube, der war kaputt. Oh, guck mal, wie cool das da hinten aussieht. Ich werde bekloppt. So, Moment, wieso steht da Spieler? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall darüber irgendwie. Aber ich laufe mal kurz hier rum. Ich guck mal ganz kurz, was hier so los ist. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Stuff mit, damit wir uns einen Speer machen können. Und eine Axt und sowas. Ich glaube, das wäre ganz gut. Schreib es mir nur weiter unter die Nase, dass ich dieses Arc nicht spielen kann. Aber du kannst es gucken, guck mal. Du kannst es immer schön gucken hier. Immer zu kannst du das gucken. Ist das zu leise, das in der Ingame-Sound, Leute? Oder muss ich irgendwie... Oder reicht das? Ich brauche noch Steine. Gibt's hier Steine? Das waren Steine. So. Hier den. Okay, jetzt ist der Ingame-Sound nicht mehr so leise, glaube ich. Ich glaube, das war jetzt nicht mehr so leise. Den Knüppel nehme ich mir auch mit. Und dann brauchen wir noch hier diese Speere. Brauchen wir noch ein bisschen Holz und Feuerstein. Wo ist die Axt? Hier. Für dich brauche ich auch noch Feuerstein. Okay, let's go.
Fackel brauchen wir auch. Axt. Und dann hätte ich hier gerne noch mehr Feuerstein. Was ist das hier? Holz. Mit der Axt muss ich... Ach man, braucht doch Steine. So, warte mal. Die beiden machen das so. Kann ich jetzt einen Speer bauen? Nein, ich brauche Holz. Davon machen wir gleich zwei. Die gehen immer schnell kaputt. So, und dann Knüppel mache ich mal hier hin. Fackel kommt hier hinten hin. Speer kommt nach vorne. Let's go. So, ich wollte hier noch mal kurz rumlaufen und mal gucken, was da hinten, wie cool das einfach aussieht. Und da ist schon der Obelisk. Aha. So, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Also das hier ist jetzt eine kleine Insel. Das wollte ich jetzt gerade noch mal ergründen, ob das wirklich so ist. Wir laufen einmal kurz hier rum. So, es ist relativ friedlich. Das finde ich auch ganz nice. Hast du nicht Lust, einen Server zu machen? Das bringt bei mir nichts. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe leider keine Zeit für einen Server. Und wenn ich einen Server mache, möchte ich den natürlich auch mitnutzen. Das macht sonst keinen Sinn. Weißt du? Oh, wie schön. Vielleicht ist ja irgendwann mal Zeit für sowas, aber aktuell sehe ich das tatsächlich nicht. Hallöchen, Frozen Heart. Hallöchen. Die Insel ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Wisst ihr, was ich jetzt machen möchte? Ich möchte gerne darüber, aber ich weiß nicht, wie gefährlich das ist. Ich würde gerne darüber, auf die Seite. Ich glaube, wir laufen noch ein Stück hoch und dann werden wir vielleicht mal... Entweder zähme ich jetzt was oder ich töte. Kommen wir darüber? Meint ihr, wir kommen darüber? Soll ich mal schwimmen? Was ist der Reiz? Na, hörst du auf, mich anzuspucken, du kleines Stück. Das hier zum Beispiel ist der Reiz an Ark. Oh, Moment, ich muss... Na, bleib stehen. Du bist hässlich, mit Pink. Hi, lila, oder was ist das für eine... Bleibst du jetzt stehen? Oh, warte kurz. Du bist sehr klein. Ich muss runter zu dir und dir Fleisch geben. Bitteschön. Das geht auch nicht. Jetzt geht es. Ich musste hier irgendwas umstellen und dann ging es plötzlich. Hä? So, warte. Was ist jetzt der Reiz an Ark? Darüber muss ich nachdenken. So, den Kleinen nehmen wir natürlich mit. Haben wir schon mal einen kleinen Spooky, ne? So, den anderen muss ich aber eben mal klein machen, damit wir... Wo ist denn der andere? Ja, hier. Damit wir uns ein Bett machen können mit zwei Leder. Nick ist nie aggro. Ich bin niemals aggro. Hallo, mein kleiner Schatz. Du möchtest spazieren gehen? Na, dann komm mal mit. Na, komm. Fifi. Fifi, komm. Level 65 ist gar nicht so klein, ne? Den nehmen wir direkt mit. Der kann uns beschützen. Mit seinem Gespucke. Zu sterben ist der Reiz.
Was ist mit dem Wetter hier eigentlich geprägt? So. Feiner bist du. So, kommen wir jetzt darüber. Vielleicht erst auf diese Insel und dann da irgendwie so. Immer ein Stück weiter. Und die Bugs sind immer sehr reizvoll. Ja, auch die Bugs sind immer sehr, sehr reizvoll. Man wird immer wieder überrascht. Die lassen sich immer was Neues einfallen. Auf jeden Fall. Was zu schaffen und aufzubauen, das ist der Reiz. Ja. Ja, ja, ja. Also jetzt Real Talk. Ich glaube tatsächlich, bei Ark ist der Reiz die krasse Abwechslung. Die krasse Abwechslung in diesem Spiel. Du kannst hier halt irgendwie alles machen. Du kannst dich kreativ austoben. Du kannst Tiere zähmen, du kannst sie züchten, du kannst mit anderen zusammenspielen, wenn du das möchtest, auf dem offiziellen Server, du kannst es für dich alleine alles machen, du hast halt so viel Abwechslung aufgrund, und das sage ich immer wieder und betone es auch immer wieder, aufgrund der Modding-Community. Die Community, die Leute, die diese Mods erschaffen, um das Spiel immer spannender zu machen. Ohne die Mods und ohne die Leute, die diese Mods erschaffen, wäre Ark schon längst tot. Wäre Ark schon 2017 gestorben, als es rauskam. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, überrenn mich da einfach über. Und die KIs sind immer noch nicht schlau hier bei Ark. Die rennen einfach durch dich durch, als ob du da nicht stehst. Bin völlig irrelevant. Bau mal eine Hütte für das Baby, damit es nicht gefressen wird. Was? Das nehmen wir jetzt mit? Baby, bist du noch nicht ausgewachsen? Immer noch nicht. Du möchtest ein Magenberry essen? Magenberry? Was ist ein Magenberry? Hab kein Magenberry. Wisst ihr? Ach, hier. Ja, lecker! Oh, hier, die sind auch cool. Ich wollte eigentlich, ich wollte ihn eigentlich zähmen. So, unser erster Dino ist schon mal tot. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich wurde abgelenkt, habe ich das Gefühl. Wurde abgelenkt. Na gut, dann werden wir jetzt todesmutig auf die andere Insel schwimmen. Baby ist tot. Wir brauchen keine Hütte mehr bauen. Nicht die Morphodon sind mega wild, wenn du sie haust. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie wirklich gemacht. Ich dachte, ich boxe den jetzt einmal. Hasse die. Ich boxe ihn einmal und dann liegt er unten und ich kann ihn zähmen. Weil der sah so schön aus. Das war so ein schöner Dimorphodon. So, komme ich da hinten rüber. Ich laufe da lang. Wir schaffen das, Leute. Kein Problem. Wir zähmen jetzt erstmal nichts. Wir versuchen jetzt erstmal alleine klar zu kommen. Und dann schauen wir mal weiter. So, dort drüben. Wo waren bloß diese... Diese Ruinen. Ich will unbedingt zu den Ruinen. Hat jemand von euch damals... Hey, na? Nein, Spargel macht nicht aggressiv. Hat jemand von euch damals das Let's Play von Moment, ich muss was zähmen. 3 Sekunden später. Ich habe gerade gesagt, ich zähme jetzt nichts. Und 3 Sekunden später mache ich es doch. Hat jemand von euch das Let's Play von Koya gesehen? Wer noch Koya kennt? Lang, lang ist her, als Koya noch was gemacht hat. Von The Center. Hat das jemand gesehen von euch? Rein zufällig. Der kommt jetzt mit. Da vorne ist ein Blutstrahl, da will ich jetzt hin. Hättest sowieso Prime zum Zähmen gebraucht für die Dimorphodon?
Ich habe ihn früher geschaut, aber Ark habe ich bei ihm nie gesehen. Ach so, okay. Oh, blauer Lootstrahl. Schnell. Dann könnte ich euch sagen, was ich für eine Ruine meine. So. Sag mal. Hier ist nichts drinne. Hä? Irgendwas ist komisch mit dem Inventar. Halt, wo ist der Kleine? Kleiner! Oh, da kommt er angeschwommen. Oh mein Gott, der Arme. Was ich ihm schon zumute, jetzt schon am Anfang. Ja, du schaffst das. Komm. Ja, fein. Ich möchte spazieren gehen. Okay, wir gehen spazieren. Hier könnte es gefährlich werden. Ich nehme mal noch ein paar Bärchen mit. Hallöchen, Isabel. Hallöchen, guten Abend. Das ist aber kein Hund. Jetzt schon. Pfiffi. Ich nenne ihn Pfiffi. So, wir laufen weiter. Okay, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall darüber. Da sind wir schon auf der richtigen Seite. Es sieht schon ähnlich aus wie damals, würde ich jetzt fast denken. Meinst du, du schaffst noch ein kleines Schimmerchen? Oder wollen wir uns hier erstmal ein Häuschen bauen, Fix? Aber wir haben ja kein Metall, wir haben hier keine Ressourcen. Wir brauchen wichtige Ressourcen. Hier könnten allerdings Krokodile sein. Was brauchen wir für ein Floß? Floß. Wir brauchen Leder, Fasern und Holz. Wir machen jetzt ein Floß. Wir gehen auf Nummer sicher, okay? So, wo kriegen wir jetzt Leder her, Kleiner? Hier laufen noch ein paar Tiere rum. Hol erstmal ein paar Fasern und dann holen wir noch ein bisschen Holz und dann bauen wir uns ein Floß. Ah, da vorne ist ein Ichthyornis, den können wir töten. Der hat vielleicht auch noch ein bisschen Leder am Start. Ich guck mal. Ich kann kaum noch laufen, weil ich irgendwie zu schwer bin. So, was brauche ich hier? Eine Axt. Ah, das sieht gut aus. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Holz. Brauche mehr Holz. Habe ich denn den Rest schon übrig? Schon fertig? Floß. Ich hole erstmal noch ein paar Fasern, dann holen wir Holz. Sonst wird das nichts mit dem Bauen. Und du bist groß, oder? Du bist jetzt... Nee, kuscheln möchtest du. Ach, guck mal an. Süß! So, Fasern. So, hier. Zeig mal. Okay, jetzt Holz. 1 Milliarde Holz. Kann ich dir ein bisschen was geben? Schnuggiputz. Kann ich dir diesen ganzen Kram hier geben? Das ist alles sehr schwer, finde ich. Ist vielleicht jetzt auch nicht die cleverste Sache? Ah, Mist. Naja, wir versuchen das mal. So. Bräuchte eigentlich noch mehr Holz in der Umgebung. Oh. So, ich brauche mehr Holz. Oh, das schaffe ich nicht. Okay, warte, wir machen folgendes. Kommt jetzt gleich jemand her und spuckt mich an. Ich habe das Gefühl. Kiste.
Wir gönnen uns eine Kiste. Dann packe ich das da einfach rein und dann kriegen wir das hin. So. Was? Ich darf ja schon wieder nicht bauen. Also hier darf man auf der ganzen Insel scheinbar nicht bauen. Hier vorne am Rand gibt es so eine kleine Ecke, wo man bauen darf. Wegen des Lootstrahls. Okay, cool. So, dann machen wir mal alles da rein. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Dum-dum-dum-dum-dum. Ich glaube, da drüben werden viele Krokodile sein und sowas. Aber wir müssen uns vorbereiten. Na, mal gucken. So, wir haben Holz. Ich ziehe mir jetzt alles für das Floß. Was ist denn das? Schießbare Flasche. Achso. Ein Floß, bitte. Not enough space. Geh mir nicht auf ein Brennerspiel. Ich muss jetzt ein Floß haben. Okay. Das nehme ich. Das nehme ich. Das geht rüber. Was ist noch schwer? Das brauchen wir. Wolle? Wo habe ich denn jetzt Wolle her? Um Himmels Willen. So, nochmal. Floß. Da ist es. So. Wir packen die Kiste aufs Floß und dann schmeißen wir da alles rein. Oder am besten packen wir gleich einen Schrank aufs Floß. So, zack. Ich baue einen Schrank. QOL einmal bitte. Ich brauche Fasern. Okay. Ich hole noch schnell zwei, drei Fasern. So. Zu weit beim Boot. Was ist zu weit beim Boot? Pausenbär. Was ist da los? Was ist zu weit beim Boot? Kann ich das darauf stellen? Ja. Perfekt. Bäh. So. Du bleibst bitte hier, mein kleiner Schnucki. Putz. Komm mal hier noch ein Stück rüber. Kleines Stück. So. Bleib hier schön stehen. Du bist jetzt der Skipper. Zack. Kiste kann stehen bleiben, ist mir egal. Und kommt da alles rein. Das hätte ich gerne. Ach so, ja. Der Speer bleibt hier. Oh, was habe ich denn hier? Eine Lupe. In diesem recht einfachen Instrument kann man Flora und Fauna effektiv unter die Lupe nehmen. Hä? Wieso kenne ich das nicht? Oh. Ach, guck. Ach, das gibt's? Das sieht so scheiße aus. Das muss ein Original von Ark sein. Das ist definitiv. Aus keiner Mod. Das ist original arg, oder? So kacke, wie das aussieht. Aber man kann Sachen erkennen. Okay, kann man noch so bei den Pflanzen? Ist da irgendwie. Schön. So, okay. Sehr gut. Ich nehme meinen Speer und dann gehen wir mal auf Reise. Ich will nur dieses Ding hier einmal loswerden. Das hier. Das Segel. Und dann gehen wir da mal rüber. So. Auf geht's. Hui! Willst du zur großen Ruine, die den Flusslauf hoch ist? Ich möchte. Oh, wie beschreibe ich das? Das war eine Ruine auf zwei verschiedenen Inseln,
man konnte die andere Ruine von der einen Seite sehen. Da hatte Koya damals auch gebaut. Und ich nur für mich privat. Das muss hier irgendwo sein. Und lass mal das Floß hier stehen. Ich hole mir noch mal kurz ein paar Klamöttchen raus. Das können wir mitnehmen. Kann ich mir Klamotten bauen? Reicht dafür irgendwas? Nee, wir haben nicht genug Fasern. Wollen wir, wir lassen den Dilo erstmal hier, ne? Aber ich muss ihn auf Verteidigen packen. Du musst dich verteidigen, Schatzi. Du musst... Oh, kastrieren. Wollte ich eigentlich nicht. Wollte eigentlich nur, dass er... Warte mal, wo ist denn das? Hier, Verhalten. Dass er auf neutral steht und sich selbst verteidigen kann. Sehr gut. Kriegst du noch ein bisschen Leben. Und ich gebe dir noch Fleisch. Bitteschön. Das nehme ich mit. So. So, let's go, Leute. Wir müssen die Ruinen suchen.